Wir machen. Scheiße, ich muss das vorher sagen. Ich vergesse das jedes Mal. Hallo Fanbase, ich bin der Ben. Das sind die Jungsfragen und in diesem Video backen wir mal wieder. Wir backen einen Käsekuchen ohne Boden, weil Mutti sagt, es ist einfacher. So, los geht's. Ja, morgen kommen Gäste und da habe ich dann natürlich gesagt, komm, ich stelle meine Backkünste zur Verfügung und verpflege die ganze Meute. Und da bin ich natürlich auch prädestiniert für. Alle, die meine anderen Backvideos gesehen haben, die wissen, dass man sich da wirklich auf mich verlassen kann. Ich hoffe, die Gäste sehen das Video erst, nachdem sie gegessen haben. Weil es wird natürlich wieder total schief gehen. Ich habe es gerade schon gesagt, wir machen einen Käsekuchen ohne Boden. Das heißt, man muss nur so eine komische Matschepampe anrühren und die in so eine Springform ballern. Und dann wird das irgendwie fest, nachdem es ein bisschen im Backofen war. Das Rezept ist von kikisweb.de. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich lese euch das gerade mal vor. Ich habe hier auch schon alles liegen. Wir brauchen 1 Kilo Magerquark, 2 Packungen Vanillinzucker, 100 Gramm Butter. Die muss aber weich sein. Die ist jetzt hier noch ziemlich fest. Es geht schon wieder los. 200 Gramm Zucker, 2 Packungen Vanillinzucker, die habe ich doch gerade schon vorgelesen. Achso, das gerade, was ich zeigen wollte, war Vanillepudding. 200 Milliliter Sahne und 4 Eier. 2 habe ich schon. Den Witz bringe ich ja immer. Im Rezept steht, die weiche Butter mit dem Zucker, den Eiern, dem Puddingpulver und dem Vanillinzucker schaumig schlagen. Danach den Quark und die Sahne unterrühren. Okay. Dafür brauche ich eine Schüssel. Warte, Mutter hat irgendwo so eine richtige Küchenmaschine. Da hinten. Erstmal den Zucker. 200 Gramm. Oh, das war ein bisschen zu viel. 204. 190. 200, perfekt, so lassen wir es. Nicht mehr bewegen. Warte mal, das kann ich aber direkt jetzt hier schon reinmachen, weil mehr wird nicht abgewogen. 2 Packungen Vanillinzucker. Oh, Puddingpulver kommt auch mit dabei. So macht Backen Spaß, wenn man nichts machen muss, außer nur in so eine Schüssel alles zu kippen. Mutti hasst mich jetzt schon, weil die Küche jetzt schon aussieht wie so. Das riecht aber auch ganz gut. So, wie geht's weiter? Die Eier. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, aber ich mache einfach mal so. Nein! 95 Gramm! Jetzt bin ich so. Reicht das vielleicht? 5 Gramm? Mutti will nicht mit ins Video, aber sie sitzt hinter mir und souffliert mir zu. Sie hat jetzt, falls ihr das nicht gehört habt, wie sehe ich eigentlich aus? Ah, guck mal, schön an der Nase, könnte auch ein bisschen Koks sein. Mutti souffliert im Hintergrund, sie sagt jetzt die ganze Zeit immer schon gesagt, ja, reicht, ja. Hört ihr sie lachen? Aber sie traut sich nicht ins Video. Naja, ich muss ja gleich die Kamera umstellen, dann hört er so, dann läuft sie nämlich schnell weg, damit sie bloß nicht ins Video kommt. Alles klar, Mutti sagt, 195 Gramm reichen auch. Dann ist es jetzt nicht mehr meine Schuld, wenn es scheiße schmeckt. So, und jetzt machen wir das nur mit Körperwärme weich. Oh Gott. Mutti kommt nicht mehr klar. Die hat jetzt schon keinen Bock mehr auf den Kuchen. Da werden wieder ganz viele Leute unter das Video schreiben, dass du mal mit vor die Kamera sollst. Oder zum Stuckateur. Wann ist so eine Butter warm? Jetzt. Das ist super. Flops. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 90 Gramm Butter und nicht mehr bei 95 Gramm Butter, weil der ganze Scheiß nämlich hier an meinen Händen klebt. Das ganze Teil hauen wir jetzt auf den Mixer oder in die KitchenAid. Und dafür muss ich aber die Kamera erstmal umdrehen. So, und jetzt, also jetzt habt ihr hier gleich Panik im Hintergrund. Man hätte sie nur lachen hören. Wollt sie eigentlich auf die andere Seite stellen, ne? Mhm. Wolltest du noch schnell durch? Doch, renn mal schnell. Ja. Komm, du versteckst dich jetzt hinter mir. Komm, du gehst mit mir. So. Ist das doof? Okay. Jetzt macht man das einfach hier runter, oder was? Mmh.
Das muss man jetzt wohl laut Rezept schaumig rühren. Die Butter darf nicht mehr als Klümpchen zu sehen sein. Also es ist jetzt noch etwas klumpig von der Butter. Wir machen jetzt aber auch schon den ganzen Quark und die Schlagsahne auch noch rein. Mutti hat aber gesagt, man muss die Maschine dafür ausmachen, denn sonst spritzt es überall hin. Ihr denkt euch den Witz selber. So, das Ganze hat auch ein bisschen was von Eierlikör jetzt. Und da sind jetzt zwei von den Quarkdingern drin, aber dabei belassen wir es jetzt auch erstmal. Wann mache ich den Rest rein? Gleich. 20 Sekunden später. Jetzt muss man das wieder ein paar Minütchen durchrühren lassen. In der Zwischenzeit räume ich mal auf. Ihr kennt mich, lieber einmal mehr drüber gewischt als einmal zu wenig, wa? Da. Falsche Klecker. Meine Mutter verzieht das Gesicht. Dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn das Ganze so aussieht, dann sei das wohl gut. Und deswegen schalten wir das jetzt aus. Der Ofen muss auf 175 Grad eingestellt werden. Den machen wir auf Helikopter. Jetzt muss die ganze Masse in die Springform hinein. Im Rezept steht, man soll die Springform mit so einem Backpapier irgendwie unten auslegen, damit man das später besser voneinander trennen kann. Das hat schon mal wunderbar funktioniert. Und jetzt soll man die Ränder noch einfetten. Blöd, dass die 95 Gramm Butter jetzt im Kuchen drin sind. Aber wir haben bestimmt noch irgendwo ein bisschen was zum Einfetten. Quatsch, Pinsel. Mutti sagt, der Pinsel ist da und da. Tja, noch nie ein Backvideo von mir gesehen. Das machen wir schön mit den Händen. Willst ein Muster in der Butter, geh mit dem Kamm drüber. Der ist so alt, der Witz. Der ist so richtig alt. Aber ihr wisst, ihr kennt ihn nicht. Guck mal, hier so ein richtig Stück Butter. Das wird richtig gut. Das wird später... Oh, und in der Mitte ist auch noch ganz viel Butter. Das wird bestimmt richtig gut. Das wird wieder so ein Kuchen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis auf den letzten Rest alles rausgeholt. Auch das ist wieder so ein Spruch. Das schmeckt aber unfassbar gut. Einige machen da jetzt auch noch so Zitrone und sowas rein. Da habe ich aber jetzt hier in der Familie schon gehört, Zitrone. Und deswegen lassen wir es einfach. So, jetzt schütteln wir den noch so ein bisschen oder klopfen noch so ein bisschen, bis es hier, ja, so wird jetzt gut sein. Der ganze Bums kommt 50 bis 60 Minuten bei 175 Grad im Ofen. So einfach kann man Käsekuchen machen. Ich bin gespannt, wie er aussieht, wenn er... Weil er dann fertig ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das ganze Teil hat noch 12 Minuten jetzt und guckt, wie das Ding aussieht. Da der Rand jetzt schon so braun wird, werden wir das mal umstellen hier. Und zwar, dass die Hitze nicht mehr so von allen Seiten kommt. Hier, dann kommt die Hitze nämlich von unten. Es ist immer noch Umluft, aber die Hitze kommt von unten. Mein Ofen zu Hause hat sowas gar nicht. Boah, das ist ganz schön groß. Jetzt machen wir Alufolie drüber, sagst du, ne? Mega Trick. Oh, das ist aber ein dezentes Piepen. Okay, aber man hört es ja. Jetzt müssen wir da reinstechen, um zu gucken, ob der gut ist. Und das machen wir mit einem Holzstab. Boah! Der sieht aber sehr... Wo soll ich, in der Mitte oder soll ich hier in die Seite? Naja, so viel ist da jetzt nicht mehr dran. Stell ich nochmal auf 5 Minuten und dann ist gut. So, jetzt ist der Kuchen so dermaßen gut. Mutti sagt, wenn da jetzt noch was am Holz klebt, dann ist auch egal. Dann mache ich jetzt hier alles aus und lasse den aber geschlossen, oder? Also ich lasse den Ofen, mache ich trotzdem zu, oder? Ja. Der Käsekuchen, der muss jetzt abkühlen und zwar in der Form muss der abkühlen. Das heißt also, die Form jetzt nicht irgendwie abmachen und so. Jetzt wird er wahrscheinlich auch so ein bisschen in sich zusammenfallen, weil das Ding, habt ihr ja gerade gesehen, das sah ja aus schon fast wie ein Fußball. Und dann wird er auch fest. Der ist jetzt in der Mitte noch ziemlich... wabbelig. Den kann man schlecht essen, den kann man erst essen, wenn er kalt ist. Deswegen habe ich ihn jetzt schon gebacken, weil morgen kommen die Gäste, bla bla. Für euch ist es ja quasi schon jetzt. Ja, es ist ein neuer Tag. Wir holen den Kuchen jetzt raus, schneiden den an und machen dann noch ein bisschen Puderzucker drauf.
Der stand jetzt wirklich die ganze Zeit im Ofen. Das Einzige, was wir gestern noch gemacht haben, hier noch so eine Folie drum, damit er nicht irgendwie so ganz trocken wird. Jedenfalls war das meine Befürchtung. Und so sieht er jetzt einen Tag später aus. Also er ist mega wieder zusammengefallen. Gestern ging der ja hier über den Rand noch ordentlich drüber. Jetzt ist er mega zusammengefallen und ist auch total fest. Und wie man sieht, meine Fingerabdrücke sind auch schon drauf. Nun gut, so das Ding muss jetzt hier ab. Mutti souffliert, man muss einmal mit dem Messer rumgehen. Sonst hat man nachher den Boden am Rand. Hängen. Schreibt mal in die Kommentare, wann Mutti auch mal mit vor die Kamera soll, damit die nicht immer hier so schlau von der Seite reinquatscht. Also ich muss jetzt hier einmal ringsrum. Jetzt einfach hier an der Seite habe ich schon aufgemacht, jetzt kann ich den einfach hochmachen, ja? Oha! Das wird hoffentlich gut. Das muss jetzt gut werden. Oha, nice. Alter. Ist das nicht ein geiler Kuchen? Den habe ich ganz alleine gebacken. Puderzucker erst, wenn Gäste da sind. Kurz vorher. Wie kann eine Familie nur so kamerascheu sein und sowas hervorbringen wie mich, den man ja nicht mal auf eine Bühne prügeln muss, weil er schon vorher draufsteht? Ich verstehe es nicht. So, auch wenn der Puderzucker heiß ist, ist er natürlich immer noch so ein bisschen krübelig, klumpig. Und deswegen macht man das hier mit so einem kleinen professionellen Sieb. Und dann schlägt man da mal dagegen, ne? Schlägt man immer dagegen? Oder mit dem Löffel. Oder mit dem Löffel. Ja, nee, oder umrühren. Ach so. Ah, guck mal, ist doch viel einfacher. Als wäre es aus dem Laden. Solange die Gäste noch nicht da sind, kann man hier einfach mal. Einfach rein in den Kuchen. Mmh, ich habe erfolgreich gebacken. Oh, ist das geil. Ja, ich bin sehr zufrieden. Das ist richtig gut. Wenn ihr es nachbacken wollt, ich habe euch unten in die Videobeschreibung das Rezept nochmal reingeballert. Ansonsten guckt auf kikiswack.de vorbei. Die hat auch einen YouTube-Channel, habe ich euch auch unten verlinkt. Geht doch mal rüber auf ihr Rezept und dann schreibt mal unten in die Kommentare hier schönen Gruß von den Jungs fragen oder so. Freut ihr sich bestimmt auch. Wenn es euch gefallen hat, jetzt einen Daumen nach oben, die Jungs fragen, abonnieren, die anderen Videos gucken. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. So, guten Hunger. Mmh.